Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu der dritten Folge von Wer weiß denn sowas? Wir sind zwei Folgen aber bisher gemacht, beide waren wir bei Bernhard. Jetzt müssen wir rein zwischen meine Eltern gehen und wir brauchen eine Revanche. Das erste Spiel haben wir gewonnen, das zweite haben wir eiskalt verloren, haben wir übertrieben krass verloren. Und jetzt müssen wir Rache üben. Okay, eigentlich hätte ich nach Bernhard gehen müssen, aber ich möchte mal nach Elton gehen. Der in meinen Augen immer noch dünner gemacht, wo das Spiel jetzt eigentlich ist. Also, eigentlich ist Elton ein bisschen dicker, finde ich. Aber das würde ich ein bisschen dünner gemacht. Finde ich. Zu Wer weiß denn sowas? Hier ist schon wieder eine Wahnsinnsstimmung im Studio. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und einer interessanten, spannenden Information gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass es ungefähr 700 Fledermausarten gibt, von denen aber nur 3 Blutsaugen? Was? So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Also, bei dieser exquisiten Besetzung hat sich natürlich auch unser Publikum lange Gedanken gemacht, auf welches Team sollen wir heute setzen. Wir haben eher wenigstens. Oh, rechts alles leer. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. 60? Ich habe schon mehr gerechnet. Und das Team Elton. Oh. Die obere Reihe sitzt gar keiner, oberen sitzen nur 3. Den ihr einsetzen könnt und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Jetzt geht's los, hier ist unsere Wand. Krass, hier das sind 43? Die heutigen 12 Straßenverkehr, deutsche Sprache, unsere Erde, Hollywood, was bin ich? Total genial, Dichter und Denker, Technik am Strand, Sport, geil, Sport. Und Berufe. Die anderen sind alle wieder kacke. Aber du rufst das, hey. Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie wählen. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ja, ich kann mal kurz so wieder machen. Hallo? Berufe. Ist bestimmt spannend. Nein, wir schließen jetzt erstmal das aus. Was hältst du von total genial? Ja, könnt ihr ruhig nehmen. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Ich bin für Technik, Sport wir und nehmen total genial. Dichter und Denker. Ich bin kein Dichter und kein Denker. Wie lässt sich eine 2,50 Meter lange Plastiktüte sekundenschnell mit Luft füllen? A. Mit einer Fahrradpumpe, B. Mit einem Staubsauger oder C. Mit dem Mund? B. Möglich? Fuck, ich schwöre, diese Antwort habe ich bei Wer weiß schon mal gesehen, aber ich habe vergessen, Mann. Ja, da sind wir uns auch einig. Ich bin für A. Ich war Fahrradpumpe, richtig? Ja, weiß ich hab diese Antwort mal gesehen. Das richtig ist. Weil Wer weiß denn sowas? In die schlauchförmige Tüte passen insgesamt rund 60 Liter Luft. Also, diese nun blitzschnell aufzublasen geht ganz einfach. Staubsauger als auch die Fahrradpumpe helfen hier nicht. Die Hälfte der Luft ist bereits in der Tüte. Hält man sie nun weit auf und bläst mit geringem Abstand einmal kräftig hinein, gelangen je nach Lungenvolumen circa 3 Liter in die Tüte. Weil ich hätte auch Fahrpumpe genommen. Die restlichen 27 Liter werden von der entstehenden Luftströmung mit in die Tüte hineingezogen. Also ganz einfach mit dem Mund. Kacke, die Antwort habe ich in der Show schon gesehen gehabt, ich habe vergessen. Aber egal, wir waren zwar nicht dran. 0 Euro auf dem Konto. Ich muss echt dran denken, die weg können wir außen einzeln. Was soll eure erste Kategorie sein? Mit Falltaste mal, genau. Wir nehmen Sport, ne? Ja. Ich tendiere tatsächlich noch zu Sport. Ja, ich auch. Weil du ja St. Pauli-Fan bist, hast du schon Ahnung. Am sichersten in unbekannte Gewässer einzutauchen, empfiehlt die DLRG eine Arschbombe, ist das Sport? B, einen Strecksprung oder C, einen Flachkörper. Alter, ich dachte, ich habe Sport genommen. Gewässer einzutauchen, empfiehlt die DLRG eine Arschbombe, ein Strecksprung, ein Flachkörper. Ich kann mir eigentlich nur am sichersten eigentlich nur Arschbombe vorstellen. Strecksprung, da würdest du ja mit dem Bauch aufkommen und Flachkörper würdest du ja mit dem Kopf aufkommen. Also ich würde am sichersten eigentlich A sagen. Wie jetzt? Elton, Junge, kusch mit deinem Panda-Bär weiter rum. Ich würde Rad mit A, was sagst du? Ich bin für Strecksprung. Ehrlich? Also selbst bei einem Flachkörper, wenn das auch flaches Gewässer ist, knallst du ja irgendwann mit dem Gesicht trotzdem, egal ob vorne... Ja, aber mit Streck, da knallst du mit, auch mit dem Kopf quasi auch vorne nicht. Also mit dem Kopf, also flach. Ich würde A nehmen.
Was macht der denn da? Der rappt gleich. ich nehme Arschbombe. Ich nehme A. A ist eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Ich würde hoffen. Wer zur Lebensrettung jemandem in unbekannte Gewässer hinterher springt, begibt sich in Gefahr. Rettungsschwimmer sollten daher den sogenannten Paketsprung technisch einwandfrei beherrschen. Denn er verhindert, dass der Springer tief ins Wasser... Entschuldigung, Paketsprung stand da nicht, ja? Achso, okay. Und sie schützt nicht nur vor Verletzungen, sondern macht auch noch eine Menge Spaß. Geil. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Jawohl. Ja, sag Sport kann ich. Ich bin für unsere Erde. Was denkst du? Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Unsere Erde nehmen wir. Das Besondere am 18.000 Quadratkilometer großen Balchaschsee in Kasachstan ist, dass er A. im Schnitt nur 30 cm tief ist, B. im Ostteil sechsmal so salzig ist wie im Westteil oder C. in vier verschiedenen Klimazonen liegt. Das Besondere. Wäre für dich B. eine Möglichkeit? 30 cm wie kann ich nicht glauben. Du zu A. Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Wir nehmen A. A, ehrlich? Wir nehmen A. Ich hätte einfach B geraten. Jetzt gemeinsam aber auf echt die nur Lösung. Geraten, keine Ahnung. Der Balkaschsee liegt im östlichen Kasachstan und ist bis zu 620 Kilometer lang und 26 Meter tief. Durch eine Einengung in der Mitte des Sees ist er in zwei Teile geteilt. Der Ostteil ist mit über 7% tatsächlich in etwa sechsmal so salzig wie der Westteil des Sees. Gründe für den Salzgehalt sind der niedrige Wasseraustausch der beiden Teile und die großen Süßwasserzuflüsse des Westteils. Ich meine natürlich, ich habe es gewusst. Also wäre nicht geraten gewesen, war gewusst. Euro. Bernhard, so, läuft. wir nehmen jetzt Technik. Technik. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde die Technik, Technik. Wo darf der Abperleffekt der Lotuspflanze nicht zum Einsatz kommen? Auf der Außenhaut Lotus von Verkehrsflugzeugen, bei Badeanzügen in offiziellen Wettkämpfen oder bei der Lackierung von Formel 1 Wagen? Wo darf der was? Abperleffekt der Lotuspflanze nicht zum Einsatz kommen? Was macht er die ganze Zeit da? Boah, keine Ahnung. Auf der Außenhaut von Verkehrsflugzeugen, bei Badeanzügen in offiziellen Wettkämpfen, bei der Lackierung von Formel 1 Wagen. Ich habe echt keine Ahnung. Ich könnte mir jetzt eins davon erklären, was wir da Alten sagen. Ich persönlich wäre ein bisschen für A, habe keine Ahnung warum. Ja, Alter, du gehörst in den Klapse. Ja, jetzt hört auf. Okay. Das ist schon mal völliger Quatsch. Ehrlich? Ich hätte B geraten, ehrlich gesagt. Also schließen wir C schon mal aus. Also A sagt, der hat das schon mal gehört, ne? Hat der A gesagt, hat er schon mal gehört? Obwohl, ne? Ganz ehrlich, ich vertraue Elton einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann Elton einfach nicht vertrauen. Ich muss, ich im Publikum. Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie sagen, wenn alle gleichzeitig auf, können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Sind gleich alle drei Frauen so aussieht, ne? Komm, wir nehmen die Blonde. Man sagt ja immer, blond, doof und so ein Kack, alles. Ich beweise das Gegenteil, die Blonde uns hilft, ich hoffe. Du glaubst, sie richtig Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Wenn der jetzt falsch ist, ja. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Ich hätte euch B auch geraten. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. An den Blättern der Lotusblume perlt Wasser und Schmutz einfach ab. Der sogenannte Lotus-Effekt ist mittlerweile industriell herstellbar, patentiert und im praktischen Einsatz. Auch Badebekleidung kann mit spezieller Oberflächenbehandlung wasserabweisend werden. Beim Schwimmen wird dadurch der Reibungswiderstand im Wasser keine Ahnung. Hightech-Schwimmanzüge sorgten im Profisport für immer neue Rekorde, bis der Schwimmweltverband sie 2010 verbot. Damit wieder der Athlet und nicht seine Kleidung. Mann, hätte ich einfach wieder auf mich gehört. Verdammt. So, 1000 Euro bei euch. Achso, warte mal.
Ihr hattet jetzt ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Lass uns einfach Straßenverkehr nehmen. Ich bin dabei. Straßenverkehr, bitte. Straßenverkehr, hast du nicht genannt. Wer in einem unechten Kreisverkehr fährt, A, muss beim Einfahren in den Kreisverkehr blinken, B, darf die Insel überfahren oder C, muss rechts vor links beachten. Ich würde raten. Ich würde jetzt einfach C sagen, oder? Ja. Möglicherweise. Hä? Ich würde jetzt auch C sagen. Ich glaube, C ist das, was ich für am wahrscheinlichsten halte, weil es ist die einzige wirkliche Regeländerung. Sag mal, was sagst du zu A? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir nehmen C. Ich hätte C auch geraten. Okay, wir haben C eingeloggt. Ich glaube, ich habe im letzten egal, Video welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Auf einen Kreisverkehr machen laut StVO zwei Schilder aufmerksam. Sie haben die Nummern 205 und 215. Vorfahrt achten und Kreisverkehr. In einem unechten Kreisverkehr fehlen diese Schilder. Bei dem sogenannten kreisförmigen Knotenpunkt handelt es sich um ein Relikt aus der Zeit vor der Einführung der Kreisverkehrsschilder. Man findet diese meist in Wohngebieten. Und das heißt, die Musik von hier im klassischen Kreisverkehr geht im unechten Kreisverkehr rechts vor links. Also mir fällt es an, oder? Ja, das ist angekommen. Die ersten 500 Euro für euch. Mega Verwirrung, irgendwie. Wow, hier 500 Euro genommen. Geil. Und das fällt mir einfach an, scheiße, geil. Berufe. Berufe. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Ja. Wer sich mit 20 nach 4 und 20 nach 8 auskennt, arbeitet A. in einer Fahrschule, B. Was? Auf dem Jahrmarkt oder C. in einem Restaurant. Wer sich mit 20 nach 4 und 20 nach 8 auskennt, arbeitet in einer Fahrschule. 20 nach 4, 20 nach 8. Was? Auf dem Jahrmarkt? In einem Restaurant. Hä? Ich glaube, das ist total einfach, glaube ich, aber ich check's gerade nicht. 20 nach 4 und 20 nach 8. Sind jetzt Uhrzeiten gemeint? Ich weiß es nicht. Ja. Was sagt Elf? Fahrschule ist 10 vor und 10 nach. Was? Jahrmarkt sagt mir gar nichts. Kennst du einen Jahrmarkt nicht? Also C schließe ich schon mal aus. Also hat er sich eigentlich für B festgelegt. A sagt er, ist irgendwie immer mit 10 vor, was er da sagte. Und C sagt er, schließt er aus. Und B sagt mir gar nichts. Also haben wir uns eigentlich für B entschieden, oder? Also ich habe auch keine Ahnung. Aber B kann nicht richtig sein. Wenn wir jetzt so denken, wir haben jetzt, glaube ich, zwei miteinander B geraten, zwei war richtig. Dann raten wir jetzt einfach mal, wir raten einfach A. Dann nehmen wir A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Mit der Tageszeit haben diese Zeitangaben nichts zu tun. Ja. Sie spielen aber im Restaurant eine wichtige Rolle. Ach! Das Besteck auf 20 nach 4 wird dem Kellner signalisiert, ich bin fertig. Auf 20 nach 8 legt der Esser nur eine kleine Pause ein und der Kellner lässt von diesem Teller besser noch die Finger. Es bleibt bei 1000 Okay, Euro. Ich wusste es nicht, habe ich auch nie gehört, aber hätte man sich vielleicht etwas denken können. Was hältst du von Was bin ich? Eher nicht. Deutsche Sprache klingt doch interessant. Schwere Sprache. Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen deutsche Sprache. Was passiert bei einer Überschwängerung? A. Überdruck Rauchkessel. B. Gefährliche Rauchkonzentration in geschlossenen Räumen. Oder C. Zwillingsschwangerschaft von unterschiedlichen Vätern. Eventuell C, glaube ich nicht. B? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Antwort A. So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gesehen oder gelesen. Also, ich wüsste auch nicht, wie wir A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles C sein. C will ich komplett ausschließen. Ist es auch. Eine Frau kann tatsächlich mehr als nur schwanger sein, nämlich überschwanger. Wissenschaftlich spricht man dann von einer Superfekundation, also einer Überbefruchtung. Dabei wird innerhalb eines Menstruationszyklus eine zweite Eizelle befruchtet.
So können durchaus Spermien verschiedener Männer zum Zuge kommen. Krass. Das bedeutet, dass die Zwillinge verschiedene Väter haben. Der ist Schnäuzer. Statistisch gesehen kommen diese Doppelvaterschaften bei einem von 13.000 Zwillingspärchen vor. Okay, der hätte ich jetzt echt noch nicht gedacht. Bleibt bei 500 Euro. Krass. So, weiter gehen wir. Hollywood nehme ich nicht. Clever auch nicht. Ach, das ist alles scheiße gerade. Komm, wir nehmen Dichter und Denker, komm. Ja, wir tun mal nein. So, als wären wir Dichter und Denker. Doch. Johann Wolfgang von Goethe war in nächtlichen Frankfurt oftmals im Vorteil, weil A. seine Sänfte leuchtend rot war, B. er zwei Kerzen in seiner Laterne hatte oder C. er stets einen Schwan mit sich führte. Ich meine die Antwort sogar zu wissen, bin mir nicht ganz sicher, ich meine nicht zu wissen, ich meine es wäre B. Ich meine echt, es wäre B. Was sagt Elton? Ich bin irgendwie für A. Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Ehrlich? Ich würde C mal ausschließen. Seine Sänfte leuchtend rot war. Ich meine dazu wirst du und würde sagen B, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ganz ehrlich. Wie viel steht es? 1000 zu 500 für uns, glaube ich, ne? Komm, wir nehmen B. Wir nehmen B. Wir haben B eingeloggt. Kann das wirklich sein? Johann Wolfgang von Goethe gehörte zu einer angesehenen bürgerlichen Familie und genoss daher gewisse Privilegien. In Frankfurt gab es eine besondere Vorfahrtsregel für Fußgänger. Personen niederen Standes mussten für höherrangige Bürger ausweichen. Na? Vom hölzernen Bürgersteig in den Morast. Was heißt denn dann Kerzen? Das Zeichen waren Mitte des 18. Jahrhunderts die Kerzen in der Laterne. Der Adel trug drei, die reichen Bürger, so wie Goethe, zwei und das einfache Volk nur eine Kerze. Aber ich meine, ich weiß auch nur deswegen, weil ich diese Antworten auch schon mal, wer weiß, wie ich das gesehen habe. 1500 sind auf eurem Konto. Wir haben noch vier Kategorien. Entscheiden wir uns für clever. Lass uns clever nehmen. Clever nehmen wir. Wer sich in der Wildnis verirrt und wissen möchte, wo Norden ist, hilft sich mit einem Regenwurm, B, der Flagge Alaskas oder C, einem Schnürschuh. Einem Schnürschuh? Sag mal, könnte es A sein? Die Frage ist, krabbelt der nach Norden, wenn man es ihm sagt, oder nach Süden? Sag mal, fällt dir zu B was ein? B würde ich ausschließen. Wie findest du C? Ein Schnürschuh könnte natürlich lustig sein. Man hängt den hin, man geht davon aus, dass der festgenagelt ist. Hätte ich auch gesagt. Richtet sich das Ding nach dem Magnetfeld aus. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir fragen das Publikum. So. Bleibt alle sitzen ruhig. Das? Bleib ruhig, ja, alle sitzen. Glaubst du wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. So, wen wollt ihr denn? Und da, Sie glauben, dass die Blonde. Was ist das denn? Die ist doch bei uns im Publikum. Es ist eindeutig ist Antwort B. Darüber habe ich mal was gelesen. Okay, ich hätte sie geraten. Dann nehmt ihr B. Immer nur jetzt das Trinken im Glas eingießen, alles leer. Die Flagge Alaskas zeigt 8 goldene Sterne auf dunkelblauem Grund. Sie stellen das Sternbild großer Wagen mit dem Polarstern dar. Krass. Der Polarstern befindet sich immer an der gleichen Stelle des Himmels. Mit einem einfachen Trick lässt er sich leicht finden. Verlängert man die Hinterkante des großen Wagens um das Fünffache, zeigt diese Linie genau auf ganz ehrlich, den Polarstern. Ich kenne da mit den großen und kleinen Wagen, aber auch Nordstern. Ich weiß, wo das so gibt, aber ich sehe die nie. Ich bin für so einfach zu blöd, was ehrlich. 1000 Euro auf eurem Konto. Okay. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Ich hoffe, wir kriegen nachher nicht Hollywood, Alter. Habe ich gar keinen Bock drauf. Och nö. Wie och nö? Lüster und Orient findet man in Kletterhallen, bezeichnen den Glanz einer Perle oder C sind Geschmacksnuancen von Curry. Curry glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Den Glanz einer Perle, Lüster und Orient, könnte ich mir schon eher vorstellen. Findet man in Kletterhallen?
Ich will B sagen, was da ist. Schließen wir aus. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Alles klar. Ich riskiere B. So, wir haben B eingeloggt. Hier ist die richtige. Wir haben beide B gesagt, also ist es hoffentlich richtig. Mit Lüster und Orient beschäftigt sich der Schmuckhändler, wenn er die Qualität einer Perle feststellen will. Lüster bezeichnet dabei den Oberflächenglanz einer Perle und gilt als Hauptkriterium zur Bestimmung ihres Wertes. Kann man sich da. Die Masterfrage ist aber wieder matt. Wie in der ersten Folge, pass mal auf. Ist die Oberfläche stumpf und kalkig, eher weniger. Orient beschreibt hingegen den Innenglanz einer Perle, ein inneres Leuchten, welches durch die Reflexion der verschiedenen Perlmuttschichten entsteht. 2000 Euro sind es inzwischen bei euch. Geil. Wir könnten 2,5 rausholen. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Was sagst du zu Hollywood? Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Am Strand nehmen wir. Euer Ernst? Das Meeresrauschen ist nichts anderes als das A. Schwingen aus der Ruhe gebrachter Luftbläschen, B. Rieseln aufgewirbelter Sandkörner oder C. Rollen großer Muscheln. Was hältst denn du von B? Ich glaube, B ist heute durchgerichtet. Ich meine eigentlich B, glaube ich. Du zu A. Hast du keine Ahnung, einfach B nehmen. Keine Ahnung, B ist richtig. A ist eingeloggt. Ich hätte wieder B gesagt. Wir werden es sofort überprüfen. Weil ich meine, ich mal gehört habe, immer nicht ganz sicher. Meeresrauschen ist der Inbegriff von Urlaub und Entspannung. Doch wie entsteht es? Bricht eine Welle, mischen sich Milliarden von Luftbläschen ins Wasser. Ah, okay. Die Bläschen werden durch den Druck des Wassers verformt und so aus ihrer Ruhe gebracht. Um wieder zu ihrer Ausgangsform zu gelangen, beginnen sie zu schwingen und senden dadurch Schallwellen aus. Große Bläschen verursachen tiefe Töne, kleine Bläschen hohe Töne. Das Rauschen entsteht durch die unterschiedlichen Frequenzen der sich überlagernden Schallwellen. Also, richtige Antwort, 1500 Euro. Letzte Kategorie, die übrig bleibt. Ja. Hollywood. Toll. Jetzt schon einfach nur raten, bin mir warum sicher. Beginnen Telefonnummern in amerikanischen Spielfilmen und ich glaube, weiß fast ich. Immer mit 555? Ich glaube, das weiß ich. A. Um Konflikte mit real existierenden Nummern zu verhindern. B. Aus dem Aberglauben, dass der Film dadurch ein Erfolg wird. Oder C. Wegen der Vorwahl von Hollywood. Also ich weiß es doch nicht. Ich hatte so eine Art mal gehört, ich weiß nicht, ob das gleiche war, mit 555. Um Konflikte mit der real existierenden Nummern zu verhindern. Ich meine, wäre A gewesen. Aus dem Aberglauben, dass der Film deutlich in Erfolg wird, B glaube ich nicht. Wegen der Vorwahl von Hollywood glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist echt A. A, ja, wir nehmen A. Ihr nehmt A. Wir lösen es auf, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Ich meine, wir A. Seit den 1950ern ist die Vorwahl 555 fester Bestandteil in amerikanischen Filmen und Serien. Wer sie aber in der Realität wählte, kam nicht weit. Denn die 555 wurde exklusiv für die Fiktion erfunden, um Konflikte mit realen Nummern zu verhindern. Auch heute sind die Nummern im Bereich von 555, 0100 bis 0199 für Telefonkunden gesperrt und bleiben der Fiktion vorbehalten. Geil! 2500. Sehr gut, 2500 Euro. Geil. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, 1500 Euro. Das Team Elton, 2500 Euro auf eurem Konto. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Die Kategorie, aus der heute die Masterfrage kommt, ist Hauptstädte. Kacke. Jetzt müsst ihr entscheiden, wie viel Geld ihr auf die Beantwortung setzt. Ganz ehrlich, wenn wir 1 Euro setzen und wir verlieren, ich möchte eigentlich immer alles setzen, ehrlich gesagt. Ich möchte immer maximal rausholen, aber es kann auch voll daneben gehen. Wir hätten immer auch eine Menge auf dem Konto dann. Frage ist, würde Bernd jetzt alles setzen? Ich glaube, eigentlich musste alles setzen normalerweise, um hier nur immer zu reißen. Riskieren mit alles.
Komm, wir riskieren einfach mal alles. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Hier ist unsere Masterfrage. Boah, bitte. Welche Stadt war bis 1960 Hauptstadt Brasiliens? A. Porto Alegre, B. Sao Paulo oder C. Rio de Janeiro? Die Zeit läuft jetzt! Ich weiß echt nicht. Du musst irgendwann raten. Ich habe B geraten, weil B hat mir heute so oft geholfen, weil wir ich habe B geraten. Ich habe keine Ahnung, echt, sorry. Die beiden Teams gesetzt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für C. Oh Gott. Das Team Elton hat getippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Rio de Janeiro, 1567 gegründet, 1763 bis 1960 die Hauptstadt Brasiliens. Fuck! Das bedeutet, dass Team Bernhard... Aber wäre auch egal, was gemeint. Wir hätten auch 1 Euro setzen können, hätten wir trotzdem verloren gehabt. Glückwunsch zum Sieg. Kacke, lief doch so gut alles. Mann! Für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alter, ist kacke jetzt. Ich kotze voll an. Toll. Ich reg richtig auf, ehrlich gesagt. Ja. Kann nicht sein, wir haben 3 Folgen gemacht. 1 gewonnen, 2 hintereinander verloren. Obwohl es so gut lief, es lief einfach so gut. Aber da ist immer geil, wer weiß denn sowas auch in Wirklichkeit. Die Masterfrage entscheidet einfach alles. Die entscheidet alles. Egal wie gut vorher gelaufen ist, die Masterfrage entscheidet einfach. Ja, nächste Folge auf jeden Fall. Noch einmal. Weil ich möchte jetzt auf jeden Fall noch einmal gewinnen. Für keinen Weg noch vorbei. Sag danke fürs Zugucken, Zuhören. Bis bald. Ciao. Die Zeit ist knapp. Lass uns schnell die nötigen Vorbereitungen abschließen und die Show starten. Okay, machen wir. Schau.